Blubbidi blub, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Silent Hill 3 mit Heather. Woohoo! So, wir waren letztens. Ah, okay, die Tür ist abgeschlossen. Wir waren letztens stehen geblieben, wo wir einen Perversen namens Stanley Coleman getroffen haben, kennengelernt haben. Wow! Der hat zu viele Fruchtzwerge gegessen und darum verfolgt er uns die ganze Zeit. Nein, okay. Dann hatten wir einen. War das jetzt ein Schlüssel oder? Genau, dann hatten wir noch einen Schlüssel, und zwar fürs Treppenhaus. Da sehen wir, das ist abgesperrt. Und dann sehen wir hier, da wo der Restroom oder M1, M2, M und so blubbidi blub weiter ist, war es abgesperrt. Dort war ein Rätsel. Und zwar mit einem Rätseltext. Und genau da werden wir jetzt nun wieder hingehen. Ich habe die Steuerung ein bisschen vergessen, weil ich zwischendurch richtig viele andere Games gezockt habe und darum. Nicht wundern, wenn ich vollkommen behindert bin und irgendwie gerade Angst habe wegen Krankenschwestern. Ach nein, da ist sie ja. Nee, wie war das mit gucken? Haha. Da unten auf dem Boden bist du. Nying, nying, nying. Okay, pardon. Zu viel des Guten. Taschenlampe machen wir so aus, nicht wahr? Nee, Mist. Ah, Scheiße. Okay, Entschuldigung. Wie macht man? Ach so, gut. Nein! Ach, Scheiße. Jetzt werde ich immer die Karte aufrufen. Das ist doof. Genau hier, Treppenhausschlüssel. Achso, das haben wir schon längst aufgeschlossen und ich wusste das gar nicht. Das hatte ich gar nicht noch mitbekommen. First Floor. Hier geht's nach unten weiter. Wir werden mal einfach diese Treppen runtergehen. Und es hat gerade geleckt bei mir, darum war ich hier gerade so still. Und ganz langsam mal schauen. Das Schloss ist kaputt. Oh, da liegt was. Was ist das? Patronen für die Maschinenpistole? Ich höre komische Geräusche aus dieser Ecke. Okay. Hier gibt's noch eine Tür. Die ist aber auch abgeschlossen. Machen wir das Licht aus und. Ui. Oh mein Gott. Hier ist wohl ein Behinderter runtergefallen. Der war nicht lustig, aber auch egal. Verstanden? Runtergefallen. Und. Boah, das haben die Macher voll gut gemacht. Ich meine, wir laufen hier so vorbei. Es dreht sich und dann, wenn wir nochmal vorbeilaufen, dreht es sich nicht mehr. Oh mein Gott, was ist denn hier passiert? Hier hat wohl jemand zu viel mit Ketchup rumgespritzt. Ketchup Party! Yeah! Die Blutspur führt in den Aufzug. Einerseits will ich hineinsehen, aber ich finde es auch etwas gruselig. Die Blutspur führt. Ach so, sie sagt jetzt genau dasselbe. Das Schloss ist kaputt. Das ist auch kaputt. Das ist auch kaputt. Nein, das ist offen. Jai. Lazlo, Lazlo, Lazlo. Und Laszlo war sein Name. Wuhu. Ein alter Fernseher aus dem 19. Jahrhundert. Super süß und antik. Hier zu versteigern bei eBay. Hier, seht ihr? Da ist er. Bam, bam, bam. Okay. Hier flunkert eine Lampe. Die flunkert nicht. Die Blutspuren als. Achso, Blutspuren. Als wäre etwas gezogen worden. Gehen bis zur Rückseite des Regals. Nein, es sieht so aus, als fangen sie dort an. Achso. Okay, hier unten haben wir Blutspuren an der Wand. Eine Lampe, die die ganze Zeit an und aus geht und rumflackert. Und ein Regal, wo dahinter gruselige. Kack-Blutspuren sind. Sie wurden mit Kacke beschmiert. Ich habe Angst, dass wir auf Krankenschwestern zustoßen. Ui, nee. Jede Steuerung ist hier anders. Where? Kameramann ist mal wieder. Der Kameramann ist super verwirrt und nimmt uns wieder vollkommen falsch auf. Das sind wir von ihm gewöhnt. Gut, dann gehen wir einen Stockwerk höher. Moment, ich glaube, im Second müssen wir nicht rein, weil wir da schon waren. Schauen wir mal kurz auf die Karte. Ach so, doch. Da müssen wir hin. Wir müssen jetzt nämlich diesen Türcode-Rätsel entschlüsseln. Rätselstunde mit Heather. Ja! Woo! Kindergartenarbeit. Ich weiß auch nicht, was heute mit mir los ist. Ich muss so oft singen. So oft, keine Ahnung. Wow. Ich muss so oft singen, so oft Wuhu sagen. So oft sage ich Blub und ich sage so oft Bam. Und wieder, seht ihr? Hier sehen wir mal wieder ein super tolles Beispiel. Stanley Coleman,
Räuft richtig rum, ja, er räuft rum, nein. Er läuft wirklich durch die Gegend rum und nimmt uns die Tagebücher weg, die wir schon längst gelesen hatten. Warum tue ich so, als würde ich es wissen? Wir spielen unter Schwierigkeitsgrad normal. Also wenn jemand diesen wenn jemand diesen Text hier entziffern kann, dann würde ich mich freuen, wenn ein Lebenszeichen kommen würde. Nein, Scherz, natürlich habe ich besondere Connections und habe herausgefunden, dass der Türcode 8, hat sie es geklickt? Oh, ich weiß es nicht, 8, 6, 3, 4 ist. Genau. Blub, blub, blub. Sie ist offen. Jetzt freuen wir uns super doll wie ein Klopapierteil in einer Cremedosentube, die da irgendwie hingehört. Ich überlege, ob wir schon hier reingehen sollten oder ob wir speichern gehen sollten. Wisst ihr was, Leute? Wir gehen natürlich speichern. Speichern for the win. Wir suchen unseren super tollen und netten, hilfsbereiten Speicherpunkt auf, der uns hilft, unsere Spielstände zu speichern und zu sichern, damit wir, wenn wir abkrepeln oder sterben, nicht nochmal von vorne beginnen müssen oder von dem Punkt aus beginnen müssen, wo wir aufgehört haben zu speichern. Das war ein Referat und dafür bekomme ich jetzt eine 1. Ist das klar, Konami? Dankeschön, danke, danke. Nicht zu viel des guten Ruhms. Ich sehe hier schon überall Blumensträuße durch die Gegend rumschweben, flattern, whatever. Genug. Hey. So, wir überspeichern das mal einfach genau hier drüber wieder. Und natürlich kann es sofort im Anschluss weitergehen. Tüt! Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Piepton. Piep! Hallo, ich bin's, Agnes. Ich wollte dich zum Kuchen einladen, aber irgendwie bist du nicht gekommen. Nun bin ich enttäuscht von dir und will nichts mehr von dir wissen. Auf Wiedersehen. Ciao. Hey. Ich mache Selbstgespräche mit mir. Toll. Ich hab eine Imaginärin, die heißt Agnes, sagte ich gerade. Ja, die wollte nicht zu mir besuchen kommen und hat nur Bullshit gelabert. War das Second Floor oder war das der Third Floor? Der dritte Stockwerk. Gruselige Blutspuren versuchen uns den Tag zu versüßen. Wir gehen nun einfach ganz tapfer hier durch. In der Hoffnung, dass wir hier nicht auf Krankenschwestern treffen. Da sind aber Krankenschwestern. Das heißt, wir visieren sie an mit dem Katana und werden sie töten. Wir werden... Oh Gott, da hinten sehen wir noch mehr. Stirb, du hässliches Vieh. Du bist so scheiße. Dich könnte man als Klopapier verwenden. Du weißt... Klopapier? Als was man Klopapier verwendet? Klopapier ist zum Abwischen vom Po da. Ey, ich glaube, die hat eine Waffe, kann das sein? Ja, wie toll. Ich treffe zweimal mit einem Wir werden erstmal auf sie treten. Hier und jetzt hinter dir. Da. Siehst du? Da, du hässliches, fettes Stück Shit. Du hast den Tod verdient. Du bist kein würdiger Schokobon-Mensch. Den man Licht an. Woo! Den man genug zutrauen könnte. Wie sieht das denn jetzt aus? Putzfrau, bitte im Gang 365 aufwischen. Danke. So, nun haben wir das weitergeleitet und werden versuchen, weiterzukommen. Diese tollen Krankenschwestern sind wirklich vom Geburt auf hilfsbereit und nett. Und hier ging es eben rein. Ich habe irgendwie... Oh oh. Ganz langsam und ruhig gehen wir durch diesen Raum, um alles abzuchecken. Auf jeden Fall liegt hier eine tote Leiche. Sagt sie was dazu? Ui! Was steht da? Die Angst, die Anfangszeit ist der Schlüssel. Die Anfangszeit ist der Schlüssel. Hier unten liegen Dokumente. Überall auf dem Boden liegen Papiere verstreut. Sie sind beschrieben, aber sie scheinen nicht wichtig zu sein. Und Heather hat ein fotografisches Gedächtnis, darum konnte sie es auch so schnell lesen, ne? Okay, nun haben wir... Oh, pardon, meine Nase läuft. Nun haben wir einen Satz, mit dem wir sehr viel anfangen können. Da steht nämlich, die Anfangszeit ist der Schlüssel. Und gewöhnlich sind Schlüssel leider Gegenstände, die wir irgendwie hier aufbrauchen. Und
wie ich es einfach nur liebe, dass alle Türen hier mal wieder abgesperrt sind. Die Schlösser von Silent Hill halten sehr viel. Ja, hier klingelt ein Wecker. Was ist... Oh mein Gott, ein blutbestreutes Bett. Blutverstreutes Bett. Wirst du den Wecker ausschalten? Ja. Okay, was hat uns das jetzt gebracht? Die Anfangszeit ist der Schlüssel. Hier ist ein blutbeschmiertes Bett. Die Kissen... Ach so, die Kissen. Klar, die Kissen. Neue Artikel von Deutsch-Grammatisch-Lehrerin Dina. Gin, genau. Das Kissen ist fleckig und klebrig vom Blut. Mehr sagt sie auch nichts, mehr sag ich auch nicht, denn wir haben hier wieder eine super tolle Nachricht von unseren super tollen perversen Menschen Stanley Coleman. So, er schreibt uns, auf dem zerwühlten Bett lag ein tätowierter Typ. Jetzt ist er weg. Der Wecker und die dreckige Tasche gehören ihm. Ah, aber versteh mich nicht falsch. Ich hab nichts getan. Ich hab ihn nicht gehasst, obwohl er ein Lügner war. Soll ich dir etwas ganz Persönliches schreiben? Auf meine Brust, weil ich sie nicht aufschneiden kann, um dir mein Herz zu zeigen. Ich liebe dich, Heather. Nein, es muss etwas Stärkeres sein. Ich liebe Heather ist nicht genug für meine Gefühle. Oh, dieses Bild weckt solche zarten Emotionen. Stanley Coleman. Oh, dein Antlitz deines Schreibens erweckt sowas von Hass gegenüber deinen Emotionen und Widerlichkeit gegen dir. Ich hoffe, du hast es gehört, denn ich und Heather fühlen genau dasselbe. Und zwar, dass wir dich abgrundtief hassen. Was gibt's denn hier sonst noch? Ein Koffer? Der Aktenkoffer ist verschlossen. Ja, toll. Wie ein Toastbrot, das nicht aufgehen will. Mit 4 verschiedenen Ziffern. Moment, die Anfangszeit ist der Schlüssel. Wir wiederholen diesen Satz alle zusammen. Die Anfangszeit ist der Schlüssel. Ich denke mal, dass es mit diesem Wecker was zu tun hat. Wie spät ist denn das hier auf dieser Uhr? Vielleicht müssen wir die Uhrzeit eingeben. 9 Uhr 15, 16, 17. Okay, 9 Uhr 17 würde ich sagen. Jetzt kommt es darauf an, ist es morgens oder abends? Ist es in der Früh? Weil dann würde es 21 Uhr sein. Versuchen wir erstmal 9 Uhr. So. 9 Uhr 17. Ui, nein, jetzt müssen wir doch mal bis 1 machen. Genau. 17 war es. Und wehe es. Ja, sie ist offen. Oh, da bin ich ja übertrieben gerade überrascht. Wir haben eine Sofortbildkamera. Und alle andere... Was alles andere in dem Aktenkoffer ist uninteressant. Gut, da drin heißt es wohl, dass da Aktenkoffer wie Teletubby-Zeitschrift, ein Klopapierteil und Taschentücher drin sind. Das nennt Heather unnütziges Teil. Diese Tür ging auf. Und hier sind 3 Krankenschwestern drin. Ich weiß nicht, ob da drin was Wichtiges war. Wir werden gleich nochmal zurückgehen, aber erstmal werden wir hier weiter durchsuchen. Gut, wir müssen nochmal zurück. Diesmal sind wir schlau, wir machen das Licht aus und schmuggeln uns ganz kurz in den Raum rein. Yeah, ganz schnell, ganz schnell. Da gibt es nämlich einen Erste-Hilfe-Kasten und wir rennen ganz schnell weg. Ciao, ihr hässlichen Viecher. Ihr drei seid super hässlich, denn ihr seht gleich aus. Ihr seid Drillinge, freut euch darüber. Ihr habt im Lotto gewonnen. Was eigentlich nicht so ist, aber auch egal. Oh, was ist hier passiert? Ein super Leck. Warum auch immer. Wie ich es einfach nur liebe. Ja, dann werde ich mal hier kurz einen Cut machen und schauen, was mit Cyberlink gerade abgeht. Bis gleich, Leute.